Und auch hier gingen mehrere hundert Menschen auf die Straße, um zu demonstrieren. Dabei standen vor allem soziale Leistungskürzungen, Mindestlohn, Arbeitnehmerrechte, ein sozialeres Europa sowie Abrüstung im Mittelpunkt der Forderungen. Aber die Beweggründe der Demonstranten waren vielfältig. Ja, am 1. Mai hier für soziale Gerechtigkeit auf der Straße und auf dem Marktplatz zu stehen, ist natürlich eine Selbstverständlichkeit. Wenn man der Meinung ist, dass eben vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe und der sozialen Katastrophe, die der Kapitalismus erzeugt, Protest notwendig ist, um eine andere Welt zu fordern und versuchen umzusetzen. Dass die Arbeit immer mehr belastet wurde die letzten Jahre und gleichzeitig das Kapital entlastet worden ist, ist natürlich ein krasses Missverhältnis. Und dafür immer wieder neu zu kämpfen, dafür einzutreten, dafür zu werben, halte ich persönlich für eine ganz wichtige Sache. Ich freue mich, dass ich in einem relativ freien Land lebe und nehme gerne mein Recht wahr, am 1. Mai zur 1. Mai-Demo zu gehen. Auf dem Marktplatz gab es dann die vom Deutschen Gewerkschaftsbund DGB initiierte Kundgebung. Das Grußwort hielt Oberbürgermeister Boris Palmer. Sicherlich gab es für ihn schon angenehmere Auftritte. Hier ist es halt so, dass Teile der Linken auch ein Feindbild in mir sehen. Das akzeptiere ich. Ich denke, in der Sache haben wir viele Übereinstimmungen. Am 1. Mai geht es um gute Arbeit. Und da bin ich auch natürlich mit der Politik der Stadt voll dabei. Hauptrednerin war die griechische Ökonomin Marika Frankekes, die die Situation in ihrem Land aus ihrer Perspektive schilderte. Dafür gab es viel Beifall, auch von der Tübinger Politprominenz. Ich halte es nach wie vor wichtig, heute am 1. Mai auch ein klares Zeichen zu setzen für die sozialen Rechte, für Arbeitnehmerinnenrechte und für viele Forderungen, jetzt auch im Vorfeld der Wahlen, der Europawahlen, für ein soziales Europa. Weil vielen Menschen geht es in Europa wirklich sehr schlecht, aufgrund der politischen Sparpolitik in Europa. Und deshalb finde ich es witzig, hier auch ein Zeichen zu setzen, hier zu sein und sich solidarisch zu erklären. Also ich finde es ganz klar richtig, einmal zu sagen, wir brauchen in Europa mehr Solidarität. Auch der Hauptredebeitrag aus Griechenland war ganz klar, ja, es geht um gemeinsames Europa, dort eine stärkere Solidarität auch zu haben, auch zwischen den europäischen Staaten, für ein soziales Europa auf die Straße zu gehen, das finde ich vollkommen richtig. Auch Schaltungen zu Kundgebungen auf dem Taksimplatz nach Istanbul und nach Barcelona waren geplant. Doch zurück zur Innenpolitik. Da ist es auch eine Stärkung der Frauenrechte, die viele hier fordern. Wir sind jedes Jahr auf dem 1. Mai dabei, weil wir denken, die Frage der Frauenrechte und der gleichen Bezahlung, Altersarmut und so betrifft schon hauptsächlich auch Frauen. Und wir setzen uns als bundesweiter Frauenverband für viele soziale Fragen ein, auch politische Fragen. Aber auf jeden Fall finde ich es gut, dass die Montagsdemo auch da ist mit ihren Forderungen gegen Hartz IV und für einen anständigen Mindestlohn. Und dass auch viele weitergehende Forderungen gibt, nicht nur so ganz konkrete, sondern auch wirklich für eine andere Gesellschaft. Die ersten Weichen hierfür können dann am 25. Mai gestellt werden. Dann ist Europawahl. Bei der letzten Wahl des Europäischen Parlaments 2009 hat nicht einmal jeder zweite Bundesbürger seine Stimme abgegeben.